Hoi Leute und willkommen zu Part 2 von unserem neuen Projekt da halt auf dem Server. MMM, YOLO, Swag, Hipster. Luciana, Everdeen ist jetzt weg wegen Facharbeit. Creeper. Warte, ich mein kalt. Noch ein Creeper, pass auf! Wow, fuck, Alter. Scheiße, ja, wir sind jetzt von etwa da vorne hier hingelaufen. Wir haben noch 1 Million Kreise gedreht, bis wir hier angekommen sind, weil es ein paar dumme Sachen noch passiert, aber die waren irgendwie scheiße aufzunehmen. Und ja. Das heißt zwar, man soll bei dem Projekt alles aufnehmen, aber wir haben uns gedacht, ganz ehrlich, wie wir jetzt, ich glaube, wir sind 1,5 Stunden im Kreis gelaufen oder so. Und wir haben uns gedacht, nö. Ja, weil das muss muten wir unseren Abonnenten nicht geworfen zu. Werden. Ist okay, kann ich mir klar. Ganz ehrlich, das muten wir den Leuten nicht zu, die das gucken. Ja, und wir haben uns jetzt entschieden, das wollten wir schon vorher machen, weil diesem See da, in der Nähe wollten wir auf jeden Fall unser Lager haben und jetzt haben wir einfach spontan entschieden. Dieser wunderschöne See mit diesem übrigens. Hüchen! Ey. Ja. Ey, wir wollten unser Lager da auch zwischen dem See und dem Berg bauen. Ja, der Berg, den es gar nicht gibt. Der ist da vorne, direkt vor uns. Wo? Er hat seine Chance auf null loaden oder so. Ich hab den Nebel angemacht, das sieht schöner aus. Ja, hier direkt vor uns ist der Berg. Also das genau hier Berg? Wollten wir unser Lager den bauen. Den hatte ich mir größer vorgestellt, okay. Gut, dann hebe ich hier schon mal eine kleine Plattform aus und dann machen wir das hier. Wollen wir unser Haus so ein bisschen in den Berg das... ein? Alter, leckt das gerade. Okay, dann machen wir es nicht. Wollen wir das machen? Ja. Wollen wir unser Haus so in den Berg reinbauen teilweise? Nein, wir brauchen ja mehrere Berge. Ich würde sagen, wir bauen es jetzt auf der ebenen Fläche davor. Also wo der, wir schon wir Sachen haben, das ja, heißt, okay. Ja schon ein bisschen geebnet da vorne, dann bauen wir es einfach da. Gut. Weil dann müssen wir nicht extra noch zu den Bergen laufen. Dann können wir hier bauen wir unser erstes Haus hin. Genau. Und dann expandieren wir halt einfach dahin. Das hatte ich auch gerade vor. Was? Den Baum zu fällen hatte ich auch gerade vor. Okay. Wir haben jetzt wir sind hier hingegangen halt noch, haben unsere Sachen aufgestellt, eine Kiste noch gebaut und dann haben wir die Nacht einfach in unserem Bunker gelassen, weil, ja, ist langweilig und dann haben wir jetzt wieder angefangen aufzunehmen, weil wir coole YOLO-Swaggers sind. Ich bin eindeutig dafür, wir sollten den Timber-Mod reinhauen. Den was? Den Timber-Mod und Raise Minimap. Was ist Timber-Mod? Dass die Bäume sofort kaputt gehen, sozusagen, dass sie... Ja, habe ich auch schon vorgeschlagen, weil er hat gesagt, nee, kann. Das soll, ja, soll eine Herausforderung sein, Häuser zu bauen, beziehungsweise soll ja auch irgendwas sein. Ach ja, und Jörg ist immer noch da und immer noch ohne Mikro. Ja, jetzt schon hat er gesagt. Ja, ich wollte es nur noch mal erwähnen, falls Leute nicht so auf den Chat achten. Ach so, okay. Ja, Jörg ist da. So Leute Jörg. Wie zum Beispiel den Doktor, der das nicht gern macht. Und Jörg ist gerade noch bei der Möhre, die er eingepflanzt hat. Von der die Leute gar nichts wissen. Er hat die einzige Möhre, die ziemlich selten droppt, einfach eingepflanzt und wartet da jetzt, bis sie ausgewachsen ist. Und dann kommt er zurück zu uns. Ich kann dir gar nicht sagen, wie lustig das bin eigentlich. Jörg, wie geht's der Möhre? Scheinbar nicht gut. Wahrscheinlich gibt's die Möhre gar nicht mehr und der hat schon ein eigenes Imperium gegründet. Ja, wahrscheinlich ist der einfach ausgezogen und hat sich gesagt, nö, ich bleib da nicht so bei so einem... Gut, sie wird rot. Ich geb dazu jetzt keinen Kommentar ab. Verstehe ich nicht. Gut. Ist das wieder so ein Gärtnerwitz? Nein, eigentlich nicht. Arsch mich gerade. Ja, und wir Boah, haben jetzt einfach am selben scheiße. Tag noch einen zweiten Part aufgenommen und Kishi ist deshalb immer noch nicht da. Ja, und der Server ist immer noch laggy wie sonst was, ey. Das ist wahrscheinlich, weil die ganze Map erstmal so gerendert werden muss, aber naja. Hoffen wir, dass es besser wird, uns kotzt. Ich habe jetzt auch nicht zu viel erwartet, sagen wir es mal so. Ich auch nicht, aber ich hatte schon ein bisschen was erwartet. Du meinst ja, 4 GB RAM ist relativ viel. Ja, so geht auf jeden Fall so. Nitrado hat man ja, ich glaube, mit Standard RAM nur. Wenn man ganz normal Server kauft, also keine Special YOLO Equips. Aber jetzt wegen der Internetleitung hätte ich echt gedacht, weil so gehostete Server haben ja meistens eine ziemlich gute Leitung. Und wenn da jemand in seinem Keller irgendwie so ein Root-Server stehen hat, dann ist es ja unbedingt, dass er direkt perfekt ist. Na ja, nicht behauptet. Es wäre trotzdem ganz cool, einen Server zu haben, der nicht liked. Ja, aber es ist wahrscheinlich einfach nur, weil die Map gerade noch rendert oder so. Ja, wahrscheinlich.
Wenn du willst, ich habe noch Birkenholz ohne Ende. Ich hasse Birkenholz. Das, ich packe immer das Rohholz, packe ich immer sofort in den Ofen, daraus Steinkohle zu machen, falls ich keine normale Kohle finde. Weil ich hasse Holzkohle. Sorry, das ist nicht Leben. Ich liebe das Birkenholz, das ist so schön hell. Ich hasse das. Ich werde mir auf jeden Fall noch ein Texture-Pack Texture-Pack installieren. Ich weiß nur noch nicht, wann und warum. Ja, okay. Unser Baustil wird fachwerkhausmäßig werden. Haben wir einstimmig beschlossen, Fischi und ich. Ohne Jörg. Kirche hat sowieso kein Stimmrecht. Ohne Lucia Everdeen und ohne Felge. Warum machst du dann da an den Seiten so eine Säulen? Weil ich erstmal ein Grundhaus haben will. Ja, du machst das Grundhaus, ich mach die Ecken. Was übrigens total die Holzverschwendung ist. Warum? Weil das Stammholz kostet. Ich dachte, okay, egal. Wir können ja auch erstmal so ein normales Haus bauen, wo wir dann kein Stammholz verschwenden müssen. Habe ich noch nie gemacht. Ich baue immer in Minecraft sofort irgendwas, was man nicht bauen sollte. Ich fange eigentlich auch nie mit einem komischen Dingens an. Ja, aber du baust schon Fenster ein. Ja, was denkst du denn? Wenn du deinen komischen Holzstamm da platzierst, kann ich gleich Fenster einbauen. Ich hole mal ein bisschen Sand, ne? Jo. Ich kann schon nicht mehr laufen. Wieso? Ja, weil ich kein Essen mehr habe. Sieht aber hübsch aus. Ich habe ein Raw Chicken. Gleich in den Ofen und ein Holz hinterher. Haben wir noch was zu fressen? Das da? Ich muss auch gleich was essen, glaube ich. Ich stecke gerade die sämtlichen Steaks in den Ofen. Jo, ich ebne dann weiter mal das Land. Ich habe ja noch ziemlich viel Eisen. Ist ja in der Kiste jetzt. Also ich weiß nicht, wie viel ich es noch habe. Aber halt ein bisschen was. Gar nichts mehr! Ne, ernsthaft, wie viel haben wir noch etwa? Guck doch in die Kiste rein. Da ist nichts mehr. Nein, wir haben noch 12. Nur so wenig. Ich hab 20 rausgeholt. Was habt ich ihr hab damit? Ich hab damit nichts gemacht. Ich hab dein Eisen nicht angefasst. Ich hab nur Steinsachen. Ich hatte 27 Eisen. Okay. Entweder. Nein, ich bin ja nicht gestorben. Ich Doch, bin das erste Mal gestorben, in der, als wir schon bei den Karotten Wieso waren. Wieso habe ich jetzt nur so wenig Essen? Dirk, hast du noch Eisen? Nee. Vielleicht hat Mausi noch Eisen. Wo soll ich jetzt bitte haben? Ich bin das erste Mal gestorben, als sie ich. Sie geklaut. Sie war schon gleich beim Server. Sie hat ein Eisenschwert. Du hast dir ein Eisenschwert gemacht. Hast du noch was gemacht? Ich habe ihr kein Eisenschwert gegeben. Ich habe ihr ein Gesamtschwert gegeben. Nein, du hast ja aber ein Eisenschwert gemacht. Ja, ich habe ein Eisenschwert gemacht, eine Eisenspitzhacke. Das sind 6 Eisen. Dann hattest du 20. Nein, das sind 5 Eisen und ich hatte 27 Eisen. Dann fehlen. Na, 25. 6 bis 8. Was anderes aus Eisen habe ich nicht. Ich habe auch nichts aus Eisen. Wird schon wieder Nacht oder sah es nur so aus? Warte, kurz gucken. Ich kann ja nicht kurz raustappen. Hast du ich die Karte nicht rechts offen? Ne, ich habe gerade Facebook. Ich habe vorher auch noch kurz auf Facebook geguckt, weil ich da eine neue Nachricht hatte. Du bist ein Profi. Was wollte ich jetzt machen? Hä? Was wollte ich gerade machen? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich gehe mal eine Höhle suchen. Du wolltest Sand holen? Ja, genau, für Glas. Gibt's an dem See irgendwo Sand? Ja, ich glaube nicht. Shit. Das sollte eigentlich nicht sein. Der See ist übrigens nur einen Block tief. Nein, ist er nicht. Doch. Nein, am Anfang vielleicht. Zwei Blöcke so tief. Und hier ist todesviel Clay drin oder ist das Sand? Habe ich gerade einen Enderman gehört? Wahrscheinlich. Ich mach mal die Fenster jetzt erstmal ja, direkt. Ja, es ist Clay. Clay ist geil. Ja. Ich mach die Fenster erstmal direkt zu. Ist es jetzt schon wieder Nacht? Leider. Boah, wie todesschnell es Nacht wird. Jörg, könntest du dir gerade ein Bett bauen? Jörg nimmt übrigens nicht auf, haben wir bestimmt schon mal gesagt. Hier steht eins. Ja, stimmt. Okay, dann brauchen wir noch ein Bett. Haben wir noch genug Wolle? Ja, ich habe noch eine Höhle geholt. Oh, geil. Dann bauen uns bitte ein verficktes drittes Bett. Dann lass uns alle schlafen gehen. Wir sind gerade die einzigen drei auf dem Server.
Kriegen wir ein paar Bett. Oh, geil. Oh, jo, so süß, jo. Gehst du bitte schlafen? Nee. Danke. Ich mache jetzt ein paar Zäune, weil Zäune einfach super sind. Hast einen Timer gestellt, ne? Nur wieso? Nur so. Spinni! Der Server leckt gerade so stark, dass ich die Spinne nicht treffe. Können Hühner aus einem Ah, fuck, 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 fuck! Ja? aus einem zwei aus einem einen hohen Zaun raus? Nein. Da steht ein Schwein auf dem Baum. Hä? Nein, können sie nicht. Todeshuhn! Ich töte übrigens lieben gerne Hühner. Macht er nicht. Ja. Wir brauchen übrigens unbedingt die Eierfarm. Scheiße, die komischen Farmen. Aber die bringt viel mehr. Sonnenblume. Hab keinen Stein mehr. Schön mit Ö. Wir bauen erstmal ein Gemeinschaftshaus, ne? Ja, wir bauen jetzt erst, also momentan bauen wir erstmal jetzt unser kleines Haus, was wir schon haben, und dann dazu noch mache ich jetzt nochmal einen kleinen Hühnerstall. Okay, gut, ich gehe mal auf Sand suchen. Sage ich zum Glück nicht zum vierten Mal. Was du sowieso nie machen wirst. Ich bin jetzt schon recht weit weg vom Haus. Ich würde jetzt schon nicht mehr zurückfinden. Ich stelle mir einfach immer mit, nein, wir haben zu viele, ich kann es nicht nochmal machen. Was denn? Ich kann einfach, Workbenches haben wir ja, Das habe ich nicht. dank diversen Leuten haben wir ja ein paar. Ja, weil jeder zwei gemacht hat. Außer ich. Du hast vier gemacht. Ich hasse es übrigens, wie wenig Schaufeln aushalten. Scheiße, ich habe ein Ding zu sehen. Server hing gerade bei mir. Bin deswegen fast Oh, ertrunken. ich habe gar kein. Ich bin so behindert im Craften. Schon. Das ist leider wirklich so. Ich so schwer langweilen muss man mit komischen Crafting-Künsten. Ich kann halt nur noch die Grundrezepte. Ja, ich kann ein bisschen was. Ich kenne die ganzen neuen Sachen nicht. Pot, pot, pot. Ich Guck glaube, mal, Jörg, Huhn! ist noch ziemlich gut dabei, was das Craften angeht. Oder überhaupt das Spielen, er spielt ja auch, glaube ich, öfter als wir. Ja, ich habe das bisher einmal gespielt, nur. Ich habe, seit ich es mir gekauft habe, erst, na, gar nicht gespielt. Ich habe dir nur kurz eine Farm gezeigt. Komm her, Hühnchen. Ja, guck mal. Ja, Also, sag voll. mal, ist seit der Minecraft-Version irgendwie das Wasser ein bisschen buggy? Wieso? Die Pferde sind doch erst vor zwei Versionen gekommen oder so. Ja, die Pferde sind fast neu. Nein, die sind voll lange schon drin. Die sind da Beta drin, oder nicht? Nee. Ja, Die das Pferde Wasser sind ist, erst glaube ich, ein als. bisschen buggy, weil es hier einfach nicht in die Ecke reinläuft. Herbst 2013. Ja, eben. Das ist gerade mal 4 Monate her oder so. Oder 15. So, wir haben jetzt das erste Babyküken schon mal. Ich habe keine Ahnung, wie ich wieder nach Hause komme. Wie sieht's, wollen wir nicht erstmal irgendwie so ein ganzes Teil mal ebnen oder so? Ja. Ich habe da Anstatt, hinten jetzt dass wir schon jetzt angefangen, erstmal so ein bisschen. irgendwelche Dings farmen, wie Sand farmen, was wir momentan noch gar nicht brauchen, wir sollten erstmal jetzt einen Stadtgrundriss bauen können. Ja, sollten wir. Meine Schaufel ist schon wieder kaputt. Ich mache mir meine Eisenschaufel. Ne, nee, warte. Schaufel lohnt sich nicht. Okay. Hast recht, Patrick. Hast recht. Ich verstehe das mit diesem Schnellcrafting manchmal nicht ganz. Ich schon. Linksklick ist alle, Rechtsklick ist eins. Ah, okay. Das wusste ich zum Beispiel schon nicht. Brauchst du noch eine Schaufel? Ja, gleich Ich schon. habe gerade drei gecraftet.
crafte einfach nochmal zwei. Ich würde sagen, dass wir das unser Anfangshaus zu, zum Komm Bauernhof her. Machen werden. Komm mal her. Okay. Ja. Von mir aus ist mir recht. Ich fäll mal die Bäume auf dem Dingens. Ich liebe es, wenn ein Server sein Holz wieder hinpflanzt, dann sieht es aus wie bei mir zu Hause. Was? Hä? Keine Ahnung. Ich stehe mit Blockenholz. Jörg wird übrigens zu uns stoßen, sobald er sein nee. Seine Aufgabe vollendet hat. Wie weit ist sie? Ist auch geil, wenn so der Server einfach so die Hälfte, die du gerade abgebaut hast, wieder hinsetzt, weil er ja. Ein bisschen lag. Das denke ich mir gerade schon die ganze Zeit. Jörg, bewegst du dich gerade viel oder stehst du einfach nur so rum vor den Karotten? Ich denke mir gerade, wie er davor steht und die Karotte anguckt. Die ganze Zeit über. Hat er einfach nur so. Als ob die Karotte das Ei da wäre und er steht da einfach so. Ich hoffe, er macht das. Er steht die ganze Zeit dazu und wartet tagelang, bis sie fertig ist. Und der Projektleiter sozusagen hat nicht gesagt, dass wir aufnehmen müssen, was er macht. Er hat nur gesagt, dass ich aufnehmen muss, wenn einer von denen nicht aufnehmen auf den Service, oder? Ja. Er hat nichts davon gesagt, dass wir auch aufnehmen müssen, was die anderen machen. Ich nehme gerade ungefähr das auf, was Jörg macht. Okay, ich bewege mich jetzt mal wieder. Es wird langsam langweilig, glaube ich. Ja, super. Ich glaube, das wird das Beste letzte. Wow. Okay, ich wurde gerade einfach nach vorne geschoben. Von dem Schaf, Leute. Das über mir steht. Ich bin gerade hochgesprungen. Inventory Tweaks legt die Sachen automatisch wieder nach, ne? Mhm. Brauchen wir Kies? Wir brauchen alles, Jörg. Alles. Bring einfach mit. Mit Kies kann man doch Dings Wege farmen. Machen. Was? Sand? Flints. Ja, aber Flints braucht kein Mensch. Pfeile? Pfeile kriegst du nur durch Bogenschützen, die du tötest einfach. Ja, aber du tötest nicht viele Bogenschützen. Wir werden jagen gehen. Außerdem verzauberst du deinen Bogen einfach mit Infinity, was du nicht sehen kannst, weil auf diesem Server keine Dingens drauf sind. Kein Enchantment Mod. Ja, Feuerzeug kann man auch machen, aber das lohnt sich nicht so sehr, würde ich sagen. Wir verkaufen einfach die Feuerzeuge. An wen? Weiß ich noch nicht. Also hast du hier das ausgegraben oder warum ist hier so eine Freifläche? Was meinst du? Reserportal, ja, da brauchen wir einen Eimer ein Feuerzeug. Da muss man keinen Kies für farmen. Jörg, wir brauchen keine 100 Feuerzeuge für einen Reserportal. Aber wir könnten es verkaufen an die anderen Städte. Oder wir brennen einfach den kompletten Dschungel nieder, was nicht funktioniert. Oder wir brennen einfach. Nein, wir dürfen nicht, also wir dürfen nicht mit Explosiv, also mit, wir dürfen nicht die anderen Städte kaputt machen. Und wir dürfen auch nicht das komplette Biom abfackeln. Den Dschungel kannst du eh nicht abfackeln. Glaub mal, das kann ich. Dschungelholz ist schwer brennbar. Was schön an unserem Weg. Ja, das finde ich auch. Ein Bauerngarten. Genau. Freddy baut echt einen Bauerngarten, glaube ich. Was soll das heißen? Du hast keine Ahnung, was ein Bauerngarten ist, oder? Würde ich sonst. ich glaube, wir können ihn ganz schön ärgern mit Gärtnerzeugs. Dann rieche ich einfach die ganze Überall. Glasscheiben oder Glas? Okay, ich habe auch keine Wand von. Was? Glasscheiben oder Glasblöcke? Ich würde sagen Glasscheiben, das lohnt sich mehr. Ich muss Connected Textures nochmal anmachen und mir ein anderes Texture Pack wollen dringend. Ja, also ich werde dann auch demnächst mal gucken, was es für schöne Texture Packs gibt. Honeyball. Fertig. Mach mir einfach ein eigenes. Oder das Fax. Das Fax ist auch ganz cool. Ich kenne halt nur Fax? Kishis Texture Pack? Nein, das heißt Fax. F-A-G-S. Ja, und das andere heißt S-P-H-G-S, glaube ich. Sfax. Gut, wie kann man Connected Texture? The Fishy left the game? Das ist gerade nicht passiert. Man hat gerade den Servernamen gesehen. Sorry, ach, wir haben eine Whitelist. Ja, stimmt, wir haben eine Whitelist, okay. Ich habe gerade so überlegt, wir haben kein Passwort. Video Settings. Graphics, fast oder fancy? Fast.
Connected Textures musst du, glaube ich, mit Modler oder so anmachen. Ich habe mir jetzt erstmal einen Eimer geholt, damit ich ein bisschen Wasser holen kann. Ich glaube, wow, ich kann mich hier nicht vom Bett bewegen. Okay, jetzt geht's. Was? Ich wurde eben die ganze Zeit zurückgeportet. Jörg, weißt du, wie man Connected Textures anmacht? Geht das? Das geht wahrscheinlich nur mit Opti, glaube ich. So, ich habe schon mal eine schöne Dings gemacht. So, dann werde ich hier jetzt erstmal eine Dings hinbauen. Eine Wasserquelle. Ich muss hier sowieso nochmal zwei wegmachen. Wir müssen noch gleich nochmal schlafen gehen. Ich wusste es mal, okay. Das war, weil er gerade so stark bei mir, dass ich mal rennen kann. Bei mir läuft eigentlich, also bei mir hast du auch gar kein Internet, ich habe volles und Jörg hat minus, also alles bis auf einen Strich. Ja, du hast bei mir minus einen Strich, Jörg hat bei mir minus einen Strich und ich habe volles Internet. Ich habe auch eine 16K-Leitung. Und Jörg, glaube ich, auch. Ich habe so 2K-Leitung. Bei mir läuft es halbwegs normal. Jörg, schlafi, schlafi. Du liegst bei mir im Boden. Ich. Scheiße. Ich glaube, wir sind jetzt bei etwa 20 Minuten oder bald 30. Denke ich auch. Wollen wir den Part jetzt beenden? Ja, noch ein Part aufnehmen. Ja, auf jeden Fall. Also, ich hoffe, das Display, Projekt, was auch immer, gefällt euch. Wäre schön, wenn ihr irgendwie Kommentare, Bewertungen, was auch immer. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Du musst Ciao sagen. Ciao.